Es gibt ja, und Sie haben jetzt schon darauf Bezug genommen, viel Kritik auch an der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, vor allem eben was die Definition von frisch geimpft angeht. Das soll ja jetzt nur noch 3 Monate betreffen. Inwiefern muss die Ampelregierung da noch mal nacharbeiten? Wie schätzen Sie das ein? Ja, wir haben ja jetzt die Situation, dass die meisten Menschen dreimal, also die dreimal geimpft sind, bei denen liegt diese Impfung nun auch schon eine Weile zurück. Das heißt, es ist grundsätzlich zu empfehlen, dass man sich eine vierte Impfung, also einen zweiten Booster abholt. Das kann sehr wohl mit den bereits vorhandenen Impfstoffen passieren. Das erhöht dann den Schutz und man ist gut vorbereitet für diese zu erwartende Herbst-Winterwelle. Allerdings ist es natürlich auch noch möglich, dass man dann wartet, bis der Omikron-spezifische Impfstoff im Herbst auf den Markt kommen wird. Allerdings, das ist völlig klar, da stimme ich Herrn Lauterbach auch zu, wir sollten ganz klare Empfehlungen haben für alle Altersgruppen, wie das jetzt sein soll mit dem Impfen. Und vor allen Dingen, was wir auch schon vor der Sommerpause des Bundestages hätten anfangen können, nach Beschluss desselben eine ordentliche Impfkampagne, dass das nochmal wirklich ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt wird, wie wichtig das jetzt ist, die eigene Immunität zu stärken für die zu erwartende Herbstwelle. Hat euch der Bericht gefallen? Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.